Ja, hallo liebe Freunde, zu einem kleinen Update der Garage. Werkstatt, Martin, aufpassen. So, ein kleines Update zur Werkstatt. Einige kleinere Umbauten. Fangen wir mal an. Obligatorisch Uhrzeit sieht man jetzt schlecht, 16:13 Uhr. Dieses Regal habe ich weg und ein Stück daneben hin versetzt. Dann haben wir hier den Papiertuchhalter. Und da lagere ich dann die Zubehörsachen für die Kamera schön in den Kartons. Hier hinten habe ich die Wände erfolgreich verkleidet. Der Mario war so nett und hat mir noch mal zwei USB-Platten mitgebracht. Dann hat das auch funktioniert. Habe schon meine Ordner und zwei von den Einschubfächern montiert. Schubladenkasten bleibt da nicht stehen, den habe ich nur dahingestellt, damit ich das Regal montieren kann. Wie ich gerade sehe, ist es anscheinend nicht ganz exakt im Wasser, aber das misst eh keiner nach. Gut, was gibt es noch zu sagen? Noch den Nachtrag. Ich habe hier in Eigenregie eine Schublade montiert. Diese Schublade funktioniert auch. Die ist ganz raus und geht auch wieder rein. Ja, meine erste selbst konstruierte Schublade, also bis auf die Schublade selbst, aber der komplette Halter selbst konstruiert mit Winkel und Platten und unten eine Verstärkung, damit die Platten nicht auseinandergehen. Ja, ein Schreiner würde beide Hände über dem Kopf zusammenschlagen und würde mich für verrückt erklären, aber Funktion vor Design, sage ich immer. Was ich mir noch überlegt habe, was nicht bleiben wird, sind diese ja, Schäferkästen. Also ich kenne es unter dem Begriff Schäferkästen und der kleine Schubladenschrank dahinter. Den möchte ich da wieder weghaben. Ich muss mir da einen anderen Platz suchen. Das ist rein funktional gesehen nicht ganz so das Wahre. Wir wollten, also Markus und ich wollten am Mittwoch mal die Köpfe zusammenstecken und schauen, wie wir das hier hinkriegen. Aber ich habe Dienstag, also morgen und Mittwoch keine Zeit. Ich bin ja immer für jede Schandtat bereit. Folgedessen werde ich die Kinderhütungsgeschichte in Angriff nehmen, solange mein Feechen, also sprich mein Götterweib, auf der Wirtschaftskammer ist und zwei Schulungen mitmacht, weil mein Weibchen macht sich teilselbstständig mit Bücherkorrekturlesung und in weiterer Folge dann auch das Lektorat. Falls also von meinen Zusehern irgendjemand da Bedarf hat, darf er sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich stelle den Kontakt her. Gut, wie geht's jetzt weiter? Ich habe ja noch gute 2 Stunden Zeit und werde mich mal bemühen. Hier unten sieht man ein rotes Licht leuchten, eventuell. Ah, ja. Das ist die Steckdosenleiste, die ich gerne oben hin montieren möchte. Dann habe ich ja schon meine Akkuratsche, Lötkolbenhalter, Akkuschrauber, Ladestation da oben hingestellt. Ob das da bleibt, wird sich zeigen. Und ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich wollte mich eigentlich nur zwischendurch mal melden. Ich mache mal weiter und melde mich dann, falls es News geben sollte. Aber auf jeden Fall melde ich mich zum Feierabend. So, fertig. Montiert und hält. Was ich noch machen muss, ist in die Betonwand die Platten einmal fixieren, weil mit meiner Schlagbohrmaschine und mit meinen billigen Betonbohrern komme ich da nicht durch. Hier wackelt es halt noch ein Stück, aber
Das soll vorläufig mal nicht problematisch sein. Jo, was tun wir jetzt? Große Gretchenfrage. Ich glaube, ich werde mal einfach diesen dahin montieren. Also ganz nach oben und hier runter. Da stört er, glaube ich, am wenigsten dabei. So. Ist, glaube ich, das Beste. Ja, wo ist mein zweiter Leiter? So, oh, hat er einmal. Ja, und dann zu viel. Tops, dann kein Möbelbauer, kein Möbelaufwärmer, ja, Möbelaufbauer eigentlich schon, aber solche Geschichten alleine zu machen. Wo bist du denn? Einmal. Zweimal. Das passt. Jetzt muss ich kurz die hier rausnehmen. Also oben passt es. Und nein, ich nehme die Schubladen nicht raus, dazu bin ich zu faul. So. Einmal, zweimal. So. So. Schäpps. Das Ding ist krumm. Thank you.
Jetzt passt Michael Herr Luft und ist gerade. Und um mehr geht es mir nicht. Nämlich den Zuschauern die Schuld am aggressiven Handeln zum Beispiel. Ja. Der Rudi, der schreibt zum Beispiel, Schwachsinn ist die Karosserie. Der Markus, ich war selbst jahrelang unter den Massen unterwegs. Leeres. Von den hin. Gespuckt und meist von hinten getreten. Schraube M4. Gestern in Lassendorf mit den Kindern. Und nochmal ein leeres. So, hängt. Ja. Und jetzt ist die Frage. Auch gestern in Lassendorf mit dabei als Zuschauerin. Machen wir daneben gleich noch eins hin. Würde das denn aussehen? Wie würde das aussehen? Why not? Warum eigentlich auch nicht? So viel Platz nimmt das nicht weg. Und ich kann hier immer noch relativ locker vorbeilaufen. Oder lasse ich das noch einen Augenblick auf mich wirken? Ich weiß es nicht, was ich tun soll. Ach ja. Nachher ist es wieder so, dass man da irgendwie hängen bleibt oder sowas. Und eigentlich hätte ich das gerne irgendwo anders. Nee, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Das hilft nichts. Das Regal umdrehen. Das steht dann 3-4 cm über diese Rohre raus. Ein Meter, das wäre dann ungefähr wäre das dann hier. Ja, so, hier würde das Regal stehen. Und wäre nur, ich glaube, was soll das, 40? Ja. Und wäre nur 40 cm weit raus, so viel. Dann hätte ich da mehr Platz und könnte von da oben bis da unten nahe an der Werkbank diese Schubkästen montieren. Mein Gott, hey. Das wäre so klasse, wenn man das alles rausräumen könnte und dann wieder einräumen, Probe stellen. Weil zwischen Theorie und Praxis, ich hatte das ja bei der zweiten oder dritten Umräumung, wir sind ja schon ein paar Jahre hier drin, bei der zweiten oder dritten Umräumung hatte ich das gemacht, dass ich mir einen Plan gemacht habe, also ein Bild gezeichnet und dann habe ich mir alles, was drin steht, ausgemessen und das maßstabsgetreu Blätter ausgeschnitten und habe die dann hingelegt, um zu sehen, wie und was, habe dann nachgemessen und das war alles super duper, hat spitzenmäßig geklappt, hat klasse ausgesehen und dann hat sich's gezeigt, dass ich vergessen habe, die Lenkerbreite zum Beispiel zu berücksichtigen oder dass der Durchgang halt doch zu schmal ist. Wenn man mit irgendwas in der Hand zwischen der Hebebühne entlanglaufen muss und wenn man dann was zum Arbeiten hatte, Motor richten oder sonstiges, war auf einmal kein Tisch mehr da
und lauter solche Kleinigkeiten oder gravierende Dinge. Deswegen bin ich eigentlich immer dafür, es am Objekt auszutesten. Und hier im vorderen Eingangsbereich möchte ich nichts hinmachen, weil der Markus ja auch noch seinen Platz einrichtet. Der wird sich auch so eine Werkbank holen, also diese Werkbank hier oder so. Und dann hätten wir dieses Schwerlastregal, was hier steht. Nämlich das da. Das Schwerlastregal wäre dann frei und könnte in die Garage. Und ins Lager, mein Gott, ich werde es irgendwann noch, werde ich es noch drin haben. Weil da bräuchten wir noch Regale. Ob wir das jetzt so machen oder die hochkant nehmen, ich glaube eher, dass wir sie hochkant stellen. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Ablagefächer. Was natürlich auch nicht so schlecht wäre. Ich werde da noch drüber nachdenken. Es hilft nichts. Ich muss das so machen, dass das funktioniert. Und ich habe echt keinen Plan, wie es am besten wäre. Außer, dass ich es immer wieder ausprobiere. Und da bin ich jetzt froh, dass ich diese USB-Platten dran habe. Weil wenn ich da noch eine Weile dran rumbohre... Naja gut, okay. Das wäre eine ziemliche Sauerei hier. Ja, dann überlege ich nochmal. Ich denke, das ist gar nicht so übel. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das lassen wir mal so im Raum stehen. Proforma. Aber das Problem wird sein, dass man da relativ schlecht hinkommt. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch, ne?
da nochmal nachdenken. Aber der Timelapse ist ja prädestiniert und gemacht oder wird gemacht. Ja, Garagenumbau, Werkstattumbau, ich lerne es noch, versprochen. Werkstattumbau, immer so eine Geschichte mit Ausprobieren, mit Hin- und Herstellen etc. pp. Für euch eventuell langweilig, aber ich möchte euch diesbezüglich natürlich auch auf dem Laufenden halten. Was ich festgestellt habe, das hier kommt demnächst wieder weg. Mit meinen weißen Haaren keine Chance, irgendwo ansatzweise eine Frisur zusammenzukriegen. Also wieder 2 mm Armeeschnitt und dann ist der Fall auch erledigt. Also werde ich mir die Haare schneiden. Wie es hier in Kürze weitergeht, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, morgen und Mittwoch bin ich eingespannt. Und dann werden wir schauen, wie es am Wochenende aussieht, weil ich habe ein Déjà-vu, nämlich folgendes. 17.45 Uhr. Das ist so meine übliche Feierabendzeit, nach Hause essen, bevor es dann weitergeht. Und ich sage euch für heute nochmal meinen Dank fürs Zuschauen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Wenn ihr was zu kommentieren habt, schreibt es runter in die Kommentare. Und das war's. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Mein YouTube-Kanal hat einen anderen Namen. Ich hatte das schon des Öfteren probiert, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Jetzt, gestern Abend, habe ich es rausgefunden, wie das funktioniert. Also, ich habe das Willkommen vergessen, wahrscheinlich. Dann sage ich jetzt mal im Nachhinein Willkommen zu Nice36. Und ich sage, führt euch und Baba, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder.